Hallo, guten Tag, mein Name ist Pavel Dillinger. Ich arbeite für die Deutsche Telekom und ich bin mit dem Tesla hier in der Eifel am Nürburgring. Ja, die Rennstrecke ist da drüben, hier ist so ein Fahr- und Sicherheitszentrum. Da bin ich heute mit bei und bin gespannt, was ich lerne. Ja, wie unterscheidet sich ein Elektrofahrzeug in Krisensituationen, in Paniksituationen, in Extremsituationen im Vergleich zu einem Verbrenner? Ich bin gespannt. Gelände des Fahrsicherheitszentrums am Nürburgring. Hier habe ich heute ein Fahrzeugtraining, ein Sicherheitsfahrtraining mit einem Elektrofahrzeug gemacht, mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Es gibt hier spannende Orte auf dem Gelände, die kann man jetzt hier gar nicht so genau beschreiben, aber da, wo Wasserfontänen aus dem Boden schießen, wo der Belag anders ist, da haben wir in Extremsituationen mit dem Elektrofahrzeug Übungen gemacht und das Fahrzeugverhalten besser kennengelernt. Die Telekom Mobility Solution, die Deutsche Telekom, hat dieses Fahrsicherheitstraining hier konzipiert mit dem Fahrsicherheitszentrum Nürburgring zusammen. Und daraus gekommen ist eine Sache, die sehr, sehr interessant, wichtig, lehrreich ist für jeden, der Elektromobilität nutzt und wissen will, wie sich ein Fahrzeug verhält, wenn man beispielsweise 80 fährt, eine Vollbremsung macht und ausweicht. Was habe ich jetzt gelernt? Wenn ich hier so mich umblicke, an den Stationen bin ich ja vorhin, heute Vormittag, mit dem Auto unterwegs gewesen. Beispielsweise das Thema Driften. Ja? Wenn du fährst auf nasser, regennasser Fahrbahn, wie sich das Auto verhält, wie man dann reagiert, wie man gegensteuert, wie man bremst. Unglaublich interessant. Das Anfahren am Berg mit Vollpower auf, ja, ich sag mal, Eisuntergrund. In dem Fall war es hier wässrigen Untergrund. Unglaublich, was da diese ganzen Systeme, die im Auto verbaut sind, dann noch rausholen oder auch verhindern. Und auf dem anderen Gelände, ein Stück weiter weg von hier, das war das Gruseligste überhaupt, und zwar das Ausweichen ohne Bremsen bei, naja, 70 km/h, aber das kam mir vor wie 140, und das Ausweichen mit Bremsen. Das ist wirklich eine Sache, also sowas stellt man sich normalerweise nicht im normalen Straßenverkehr, das möchte man gar nicht, aber es war echt ein Kitzel. Und ich sage danke, danke, ich finde es großartig, ein Fahrsicherheitstraining für Elektroautos. Unheimlich spannend, ich bin mit dem Tesla unterwegs gewesen. Wie verhält sich so ein Elektrofahrzeug gegenüber einem Verbrenner? Welche Extremsituationen können passieren? Die Dinge haben wir hier ausprobiert, ist unglaublich. Also jeder, der die Gelegenheit hat, für E-Fahrzeuge speziell, aber gerne auch natürlich für Verbrenner. So, ich bin immer noch in der Eifel, komme gerade vom Fahrsicherheitstraining für Elektrofahrzeuge, sitze in die Magenta Tesla, die Warnweste ist noch da. Und ich habe einiges gelernt. Beispielsweise könnte ich jetzt sofort hier einem Igel ausweichen. Bei 70 km/h und nicht bei 180 oder so. Aber sehr spannend. Natürlich ein Auto kennenzulernen in Extremsituationen ist eine Herausforderung, auch eine Überwindung, da reinzufahren, beschleunigt und dann Lenkrad und einschlagen und bremsen. Halleluja! Aber ich finde es großartig, dass wir sowas anbieten. Ich fand es großartig, Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, die im Konzern arbeiten und ein Elektrofahrzeug fahren beispielsweise. Ich freue mich jetzt hier, ein bisschen sicherer, trotzdem defensiv natürlich, hier nach Bonn zu fahren, ungefähr eine Stunde. Und ich sage einfach mal, wenn ihr die Gelegenheit habt, so ein Training mal zu machen, meinetwegen auch mit dem Verbrenner, aber noch besser mit dem Elektrofahrzeug, macht es. Macht es. Ist großartig. Tschüss.